ich bin Gregor Radlmeier von SB Deutschland und zeige euch heute, wie ihr mit Accu-City Engine ganz einfach zu eurem eigenen digitalen 3D-Stadtmodell kommt. Zunächst öffnet ihr Accu-City Engine und loggt euch ein. Wer noch nicht über Accu-City Engine bzw. eine Lizenz verfügt, kann sich über die Webseite von SW eine Testlizenz besorgen. In Accu-City Engine legt ihr euch, falls noch nicht vorhanden, ein neues Projekt und dort eine neue Szene an. Falls ihr das Stadtmodell mit eigenen Geodaten kombinieren wollt, empfiehlt sich die Angabe eines geeigneten Koordinatensystems. Für Deutschland zum Beispiel das mit der well-known ID 25832. Andernfalls wird WebMercator Auxiliary Sphere angenommen, was gegebenenfalls für die Höhen in den resultierenden Daten zu falschen Ergebnissen führt. Über die Funktion GetMapData holen wir uns für unser Projektgebiet den passenden Ausschnitt aus der gerade angezeigten Grundkarte, dem Geländemodell und OpenStreetMap-Daten. Bei letzteren werden Gebäudegrundrisse und Straßenobjekte heruntergeladen. Wenn wir mit OSM-Daten arbeiten, haben wir schon beim Herunterladen Optionen, wie die Daten verarbeitet werden, also ob zum Beispiel Straßenkreuzungen gebildet werden. Und anschließend können wir über die per Default geladene Regel angeben, wie diese Daten dargestellt werden sollen. Als Klötzchenmodell, also als LOD1 oder als fiktives LOD2-Modell mit Dachformen, schematisch oder texturiert mit realitätsnahen Fassaden. Hinter dem Dialog steckt ein Regelfile, das mit der City Engine eigenen Programmiersprache CGA geschrieben wurde. Wenn wir uns die Regel genauer ansehen, können wir unschwer erkennen, dass für die schematische Darstellung in einer CSV-Datei die Farben definiert sind. In einem anderen Verzeichnis des gleichen City Engine Workspaces sind die Einzelbilder gespeichert, aus denen die Regel Fassaden oder Dächer per Zufallsgenerator texturiert. Schlussfolgerung, wenn wir in diese Ordner Bilder ablegen, die typisch für das von mir gewünschte Siedlungsbild sind, kommen wir ohne großen Aufwand recht nahe an die Wirklichkeit heran. Fehlende oder falsche Höhenangaben in den OSM-Daten lassen sich leicht durch manuelles Überschreiben der Attribute korrigieren. Geometrische Veränderungen sind aber auch manuell möglich. Anschließend muss ich die Daten nur noch exportieren, entweder als Scene Layer Package, um sie als Service in ArcGIS Online zu veröffentlichen, oder in eines der zahlreichen Exportformate. Tja, so einfach ist das mit Accu-City Engine. Natürlich könnt ihr das Ganze noch optimieren und zum Beispiel mit eigenen Fassadenfotos versehen oder Stadtmobiliar automatisiert platzieren lassen. Probiert's doch einfach aus!